Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Dragon Age Inquisition. Ja, wie ihr seht, ich bin nach Haven zurückgekehrt, nach ihm mit eingezogenem Schwanz. Boah, war das peinlich letzte Runde. Die haben uns da einfach voll fertig gemacht. Starke Männer in der Nähe Haven irgendwas passiert. Ja. Mach dir darüber mal keine Sorgen. Oh. Quatscht mir noch 30 Mal ins Wort. So, auf jeden Fall bin ich jetzt hier nach Haven zurückgekehrt und ich habe etwas getan in der Zwischenzeit. Und zwar, wir gucken mal kurz ins Inventar. Wo habe ich denn was geändert? Ich muss noch kurz gucken. Ich habe auf jeden Fall die Waffen soweit nochmal für jeden durchgeguckt. Ich habe die Rüstung nochmal für jeden durchgeschaut. Und auch Cassandra hat jetzt hier diesen Ring gekriegt. Was war das? Verbessernde Herausforderung. Ich musste das extra nochmal mit dem Skillsystem vergleichen, wer diese Fähigkeiten hat. Und auf jeden Fall, das meiste ist für den Bullen. Also für später irgendwann mal. Und soweit habe ich hier, glaube ich, alles durch. Habe ich für dich nichts mehr gehabt? Ring der Rüstungsdurchdringung. Ja, ja, das ist das, was sie hat, genau. Mir ist dabei aufgefallen, dass der Bulle relativ schlecht ausgestattet ist, so wie Rüstung bei allen. Das ist irgendwie ganz marode. Die zwei Stäbe, die Solas und ich haben, ich habe die jetzt auch getauscht. Also wie gesagt, das komplette Inventar habe ich einmal durchgewurstelt und habe auch alles markiert, sodass ich das gleich verkaufen kann. Das machen wir mal. Alles verkaufen. Zack, nur noch 15 Gegenstände. Und hab den auch schon mal durchgeschaut. Der hat leider nichts, was wir brauchen. Ihr habt mir erzählt, man kann, wenn man so Waffen einsammelt, was wir ja schon tausendmal getan haben, da sind ja teilweise so Runen drauf oder irgendwelche Griffe, irgendwelche Stäbe oder irgendwie sowas. Und die habe ich abmodifiziert. Das betraf, glaube ich, zwei Gegenstände. Und was wir also heute machen, ne, ist, wir machen eine Schmiedfolge, wo wir mal versuchen, Rüstungen herzustellen. Ich weiß nicht, wie lange es geht. Ihr könnt es ja vielleicht als Part 34b sehen, weil wir letztes Mal so schlecht waren. Keine Sorge, es kommt heute dann auch noch, kommen dann zwei Folgen. Und wir kümmern uns erstmal in erster Linie darum, in dieser Folge, dass wir gut ausgestattet sind. So. Das erste ist, ich habe schon gesehen, der Bulle hat nur noch sein Schwert. Das ist zwar ganz gut, aber das ist auch schon, na, kommt so aus der Mode, ne? So, ich glaube, 95 Schaden. Dafür könnten wir hier ihm das meisterhaft geprägte Großschwert machen. Das braucht natürlich viel, aber warum nicht? Und das wird dann wahrscheinlich auch noch Runen haben, wo wir Griffe reintun können und, setzt euch hin, holt euch Popcorn und es wird halt nicht so spannend. Es tut mir leid, aber wie gesagt, ist ein Only-Part, ne? Aber sowas müssen wir halt immer wieder mal machen. Schmied gehört dazu, ne? Es ist ja ein Rollenspiel. Vielleicht lauscht ihr auch einfach nur meiner Stimme und lasst es nebenbei laufen oder sowas. Auf jeden Fall wollte ich euch das nicht vorenthalten. Der Bereichsschaden, je größer er ist, umso mehr trifft er. Das ist ziemlich gut. 173. Wir schauen mal, was das Beste ist, was wir hier rausholen können. Ja, Paragon-Schimmer habe ich überhaupt gar nichts. Das ist ein bisschen blöd, aber 173 gab es auch. Ach, beim Blutstein. 18 Blutsteine braucht man hierfür. Uiuiui. Also würde ich sagen, nehmen wir erstmal nur. Oder warte mal. Können wir vielleicht irgendwo Blutsteine kaufen? Das wäre auch eine Idee. Lass mal kurz zurückkehren. Ein Magisterstab, das wäre auch noch so ein Ding für Vivienne, ne? Ich muss das halt immer wieder abgleichen, das ist ein bisschen blöd. Also lass mal schauen, ein Magisterstab für Vivienne. Oder weißt du was, pass mal auf. Passen wir auf. Falls ihr etwas braucht, lasst es mich wissen. Ja, Rüstungen. Das ist eher das, was wir brauchen. Das ist die Frage, haben wir irgendwie Runen oder so ein Blödsinn? Also Runen habe ich schon gesehen, können wir nicht machen. Angreiferklinge war... Ich weiß es gar nicht mehr. Achso, genau. Das ist jetzt der Elektrizitätsstab, den wir jetzt wieder haben. Da könnten wir auf dem Griff zum Beispiel Barriereschaden und Straucheln bei Treffer machen oder zwei Magie. Ich schätze mal, das ist gar nicht schlecht. Das machen wir gleich mal. Hier haben wir leider nichts. Und eine Rune eben auch nicht. Aber wir bestätigen die Änderung und haben unseren Stab aufgebessert. Sehr schön.
zwei Handwaffen, Stäbe. Das ist momentan. Falls ihr was braucht, lasst es mich wissen. Genau, Rüstung herstellen. Ich hoffe, wir haben was Gutes eingesammelt. Das sind jetzt nur. Ist jetzt nur Schülerschutz. Der Schülerharnisch. 73 Verteidigung ist eigentlich viel zu schlecht. Also wir können vielleicht auch mal in der Folge gucken, dass wir nach Valroyoma reisen, weil die haben da, glaube ich, ganz gute Sachen. Unser Geld steigt nämlich, eventuell können wir da mal eine Rüstung kaufen. Aber momentan sieht es halt ein bisschen schlecht aus. Also ich bin wirklich letzte Folge wie so ein gekränkter Hund denn durch das Pfahlbruch geschlichen. Ganz peinliche Sache. Wie viel haben die? Das ist Stufe 1 noch. Ja, und hier haben wir auch Stufe 1 nur Zeug, Stufe 1 Helme, Stufe 2. Die Elfenkapuze ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Die hat 5 bis 18. Das ist wirklich nicht schlecht. Gucken wir mal, dass wir hier eine herkriegen. Die würde den Rüstungswert anheben. Oh, hier noch mehr. 18. 18 ist gut. Das nehmen wir einmal und Verteidigung, Resistenzen, auch nicht schlecht. Heilungsbonus, immer her damit, nehmen wir. Heilende Haube, passt. Okay, danke schön. Zurück, die ist wahrscheinlich auch gleich besser für Shepard, obwohl wir hier diese absorbierende Haube haben, ne? Trotzdem, immer noch besser. Und ich weiß, Cassandra, du hattest, glaube ich, keine so gute, ne? 14? Maximale Gesundheit, das lasse ich dir mal. Sarah, du hast 23. Ja, das ist jetzt, sie auch hier, Rüstungsharnisch, das ist alles Blödsinn. Also ich glaube, wir reisen mal kurz nach Valroyo und werden mal noch ein paar Pläne besorgen. Absorbierende Haube, dann nimmst du das jetzt einfach. Finde ich gut. Möchte irgendwer die Haube von Sarah haben? Feraldischer Soldatenhelm? Maximale Gesundheit oder Verteidigung im Nahkampf? Sie ist sowieso keine Nahkämpferin, also diese was? Maxim... Nee, alles richtig. Dann wird der... Kann den jetzt jemand noch tragen? Verzauberer? Warte mal. Wieso haben wir denn hier noch zwei Rüstungen? So, Lars. Wo habe ich den Verzaubererharnisch denn aufgesammelt? Weg damit. Das claim ich jetzt immer gleich zu den Wertgegenständen. Und das hier ist auch besser. Und ich glaube, seine kleine Haube, die kann dann auch weg. Genau. Das muss man halt immer so durchgehen. Also ich habe gemerkt, das bringt überhaupt nichts, wenn ich hier vor dem Laden stehe. Macht euch gute Dienste. Und mir so denke... zum Beispiel verkaufen, dann habe ich hier die ganzen, ich meine, normalerweise wäre das jetzt komplett voll. Das bringt überhaupt gar nichts, da suche ich mich einfach nur tot. Ich muss wirklich von Charakter zu Charakter das vorhinein durchgehen und dann hat man auch tatsächlich alles geordnet. Das ist total kompliziert gemacht. Ich weiß auch nicht, warum es ist was soll's, ne? Okay, auf jeden Fall hier alles verkaufen, dann hast du da noch zwei Sachen und wir haben 4000 Gold. So, jetzt reisen wir nach Valroyo und holen uns noch tollere, bessere Sachen, hoffe ich. Valroyo. Okay. Reisen. Und wen wir mitnehmen, ist ganz egal. So, bestätigen. So. Dann lasst mal kurz auf der Karte gucken. Händler, Händler, Händler. Die klappern wir jetzt mal ab und suchen speziell Rüstungshandwerkzeug. Oh, lesen. Nee, wir machen heute nur eine Rüstungsfolge. Ach, hier. Ihr seid mir als Kunde herzlich willkommen. Mhm. Und denkt nicht, meine Preise wären für euch höher, weil ihr zur Inquisition gehört. Natürlich. Hast du zufällig Lebensräuberstab? Oh, ich habe Steam angelassen da. Doof. Lebensräuberstab wäre Stufe 13. Alter Schwede. Also die haben natürlich auch fertige Sachen. Allerdings sind die nicht so gut wie geschmiedete Sachen. Wenn wir jetzt mal von unserem Stab ausgehen, da hatten wir ja auch schon welche, die sind wesentlich schlechter. Du hast keine. Ich erwarte einfach, dass meine Kunden den Wert besonderer Stücke erkennen. Bla bla, Mr. Freeman. Ja, ja, ja. So, und wo hier ist noch der zweite? Pierre-Marie.
Bi. Nun, dieser ganze Schlamassel war doch äußerst unerfreulich. Die Templer, die Kirche und insbesondere die Magier. Einfach alles. Ich entschuldige mich, falls euch unsere Dienste verweigert wurden. Aha. Doch nun haben wir geöffnet. Vor allem, wenn ihr meine Waren zum Einsatz bringt. Ja, das werden wir noch sehen. Du hast... Doch, du hast Runen. Nee, hast du nicht? Rezepte, meine ich, Waffenpläne. Ihr Hüterstab des Blitzes, ne, ihr seht schon, Stufe 8, das könnte ich jetzt gerade anlegen. Schlechter als das, was wir gecraftet haben. Traumweberstab, auch das schlechter und das ist sogar selten, das Ding. Gut, war auch nur Stufe 4. Denn, ich weiß, einer hatte von euch so eine... Einer ist noch hier und einer da hinten. Ich glaube, du hattest die, oder? Weiß es gerade nicht. Komm, rück die Rüstungen raus. Auch nicht. Mann. Also wie gesagt, es ist so ein bisschen eine externe und eine Folge. Wisst ihr? Ja, ja. Ich habe Verwandte. Na. Also wie ein König. Brabbel, brabbel. Schababbel. Ah ja, der hatte. Der hatte da hinten. Ja, aber wie gesagt, ist halt eben eine eigenständige für sich Folge. Also, ne? Scharf, schartige Axt, Stufe 2. So eine Sachen suchen wir. Rüstungspläne. Ja. Ach du, meine Güte, sie sind immer so teuer, ne? Das ist eine mittelschwere Rüstung, heißt Schurke. Das ist eine schwere Rüstung, Krieger. Und wir haben Kampfmagier, leichte Rüstung. Die würde ich mir alle gerne kaufen. Aber wir haben das Geld nicht. Wir könnten jetzt, ich würde tatsächlich für den Krieger vorne mal was mitnehmen. Schwere Rüstung, wir haben zwei Krieger. Drei Magier haben wir, zwei Krieger, zwei Schurken. Es würde sich schon... Ja. Wollen wir? Nehmen wir mit? Wir nehmen es mit. Jetzt haben wir... Jetzt kann ich mir auch keine robuste Verzaubererharnisch-Dingsbums da mitnehmen. Ne? Können wir irgendwas verkaufen oder so? Was haben wir denn selbst noch, was jetzt weg kann? Eigentlich, wir haben auch noch so viele alte Pläne. Warum nimmst du die denn nicht? Ich würde die gerne loswerden. Phönixschuppen. Von was haben wir denn ganz viel? Eisen. Sommerstein. Das gibt ja nur drei. Ich will auch sowas gar nicht verkaufen. Ach so, guck mal hier. Der blanke Stabgriff. Plus zwei Magie kann weg. Braucht kein Mensch. Plus drei gegen Magie. Ja, weiß ich auch nicht. Ist auch nicht so prickelnd, ne? Wir werden nie auf 1100 kommen. Plus drei Willenskraft. Diese gelben, die sind wesentlich besser, ne? Die wir hergestellt haben. Plus neun Klugheit. Hier dieses komische Gnadenwappen. Das brauchen wir nicht mehr, kriegen aber auch nichts dafür. Das Amulett der Macht, da habe ich mir auch durchgelesen. Das ist nur für Solas und das ist nur für Varric. Das heißt, die beiden haben einen Freifahrtschein für einen Punkt. Können wir den beiden dann auch mal aufdrücken? Und an sich, der Hüterstab, den habe ich noch behalten, weil der ist besser als das, was Dingensbummens da Vivienne anhat. Oder trägt jedenfalls. Aber wenn ich mir den so anschaue, der ist ja auch ziemlich schlecht, ne? Komm, hauen wir den weg und haben immer noch zu wenig Geld. Die Angreiferklinge. Ach, das ist Stufe 8, genau. Das soll für Sarah noch sein, wenn sie gleich aufsteigt. Dann ist das nämlich ein besserer Deutsch, als sie hat. Ach komm schon, ich will doch, das Geld kriegen wir doch irgendwie zusammen, oder nicht? Verdammte Axt. Na gut, haben wir wenigstens eine Rüstung jetzt gekauft. Zeige ich euch mal, wie das also so geht. Einen guten Tag. Wir reisen wieder zurück nach Haven. Warum gibt es nicht hier so einen Schmied, mein Mann? Und dann bis gleich. Yippie, sind wieder da. Oh, Maus war gerade zu schnell. So, so. Ja. Ihr seid also eine dieser Besänftigten. So, Rüstung. Genau, Kampfmagier-Rüstung. Die keine Texturen hat. Was ist das? Ach, jetzt wird die geladen.
Die sieht ja mal so richtig scheiße aus, ne? Ja, gut. Ach, das ist auch nur für Menschen. Sind wir ja alle. Nee, Quatsch. Solas ist ein Elf, also darf er die gar nicht tragen. Also nur für Vivienne und für mich. Na gut. 12. 12, 12, 12, 12. Das ist jetzt, was war das für ein Slot? Das ist Rüstung. Rüstungsslot. Verteidigung, schätze ich denn mal, oder? Oh, die geht dann über 107. 125. Aber Ringsamt ist auch so gut, oder? Fürs für ein Attribut, ne? Ringsamt haben wir da in Pfahlbruch gefunden. Asbach, also das Zeug ist selten wie weiß ich was. Gut, nehmen wir es mal. Brauchen ja auch nur 12. Oh Gott. Das wäre jetzt Resistenz gegen Kälte, weiß ich nicht. Und Resistenz gegen Kälte. Na gut. Und hier hätten wir Willenskraft 9. 9. Und 9 Magie. Ich glaube, 9 Magie ist besser. Dann nehmen wir Seide, Gegenstand herstellen. Durchtränkte orlesianische Rüstung des Eisschreiters. Oh, das klingt gut. Nehmen wir annehmen. Ja, okay. Dann machen wir das gleiche jetzt nochmal für Vivienne. Ach Gott, die sieht denn aus. Tja, da brauchst du jetzt irgendwas anderes, ne? Du kriegst halt nur ein etwas, naja, ich sag mal, billigeren Aufwertungs-Dingsrums, ne? Ich wollte dich nicht eigentlich den Bullen auskleiden, noch meine Güte. Resistenz gegen Kälte. Und das hier unten war auch Resistenz gegen Kälte. Dann war wieder Leder. Und hier Willenskraft. Achso, die Magie ist schon aus. Also musst du mit Samit leben. Das Eisschreit, das massive Olesianische. Na gut. Ja, okay. Gut, dann haben wir... Ich habe diese Fähigkeiten nicht studiert. Ja. Die Heilen durchtränkte. Das war unseres, ne? Schaut mal, wie viel besser die einfach ist. Ich meine, sie sieht jetzt nicht wirklich gut aus, aber die davor, die war ja nun auch nicht gerade hübsch. Also kriegen wir die. Die ist ja jetzt auch golden, ne? Also das ist halt schon ein etwas besserer Gegenstand. Und jetzt nochmal zu Vivienne. Die hier. Kann die Solas tragen? Ja, Solas kann eine gute Rüstung, nämlich die alte von uns, kriegen. Der eiserne Bulle, Varric, Solas. Wir müssen gleich für Solas auch noch die Bianca aufwerten. Da haben wir ja so ein Rüstungsteil eingesammelt. Die verstärkte, genau. Das tolle Ding kriegst du jetzt. Und die Schülerrüstung kann dann weg. So, das wird dann nächstes Mal sozusagen verkauft. Ja, naja, sehen wir da schon mal ein bisschen besser aus. So langsam komme ich da auch rein. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde an diesem Inventar gefummelt, also vor der Aufnahme. Und das ist echt nicht ohne. Also man muss da richtig viel Zeit reinstecken, weil es auch so ein bisschen kompliziert gemacht ist, muss man auch sagen. Jetzt schauen wir mal für nicht ein Handwaffen, sondern zwei Handwaffen. Das war jetzt doof, ne? Das ging schlecht. Was brauchte das nochmal? Wollen wir uns vielleicht mit den 155 Bereichsschaden zusammen, also zu zufriedenstellen? Oh, hier Paragon-Schimmer, das will ich kaufen. Gib mir doch Paragon-Schimmer. Warte mal kurz. Hier gibt es wieder nichts einzusammeln, ne? Nee. Hast du so Aufwertsachen eigentlich? Werkstoffe? Keine Werkstoffe. Ach, komm schon. Wer könnte denn Werkstoffe haben? Eventuell im Hinterland? Da in diesem Dorf? Das könnten wir mal probieren. Im Freibruch gibt es ja nichts, wo wir was kaufen können. Sturmküste kann ich mich auch nicht erinnern, dass da ein Händler ist. Val Royeaux. Och Gott, da hätte ich ja eigentlich gleich gucken können, ne? Wir reisen mal kurz in den Hinterlanden und schauen mal, ob die da vielleicht, warte mal, hier ist das Dorf, dann reisen wir die hin. Und gucken mal, ob die also Stoffe haben für uns. Okay, bis gleich. Achso. Hey, Cassie, wir hatten dich schon so lange nicht mehr. Bestätigen. Ja, so langsam wird's ja, Freunde.
Blub. Sehr schön. Ach, wie es scheint, hat die Fereldische Armee entschieden, sich vorerst zurückzuhalten. Ach, verdammt, jetzt habe ich das Gespräch natürlich, weil ich aufs Pferd gestiegen bin. Auf den Hirsch. Ja! So eine Rüstungsfolge, also ich wollte das mal machen. Ich habe aber schon mir gedacht, dass das viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Ist sich übrigens gewünscht worden. Ich hoffe, ich komme dem Wunsch jetzt mal nah. Ich muss ja auch sagen, die 30 Folgen, ich habe mich da immer rumgedruckst und wollte das nicht so wirklich machen. Aber was soll's. Also ich habe es jetzt mir Tatsache wirklich offscreen richtig, richtig lange angeschaut. Und ich hoffe, ihr seid dann gut besänftigt. So, bitte sag mir, dass du Witterleder, Spindelkraut, Elfenwurzel, Drachenjungenschuppen. Hat ja unendlich von. Blutlotus, Bisentleder, Brontoleder, was brauchen wir denn? Nackhaut, Spindelkraut, Witterleder. Oha. Er hat also einige Sachen. Pass mal auf, denn. Was kaufe ich die immer nur? Kann ich die nicht einstellen? Dass ich 3, 5 oder 10 davon kaufen möchte. Elfenwurzel kann man hier auch kaufen. Na gut, dann drücke ich mir jetzt einfach mal kurz die Finger wund hier. So. Bisentleder, nehmen wir auch mal ein bisschen mit. So, Aufwertung Bianca. Schaut mal an, Bianca. Haltbarer Griff. Oh, ist aber, glaube ich, nicht so gut, ne? Gegenstandsstufe ist zwar 7, aber nur 3 Klugheit. Ein Zielmodul hätten wir hier und Bianca Bogen plus 1. Oh, der ist schon besser, guck mal. Ein Armschutz, 5 Schaden. Da, nehme ich mit. Nehmen wir einfach mal mit. Mit und dann Akolytenstab des Blitzes. Das ist, glaube ich, alles sowieso schlechter. Hast du? Nein. Ah, Wertstoffe. Ich glaube, also dieses System mit dem Schmieden finde ich gut. Ne, aber es zwingt mich, glaube ich, irgendwann offscreen wirklich echt alles nochmal abzusuchen. Um einfach an Sachen zu kommen. Anders kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Wo ist denn hier noch ein Händler? Es gibt keinen weiteren Händler. Das ist doof. War hier unten in der Stadt einer? Nee, auch nicht. Oh, Freunde, es ist ein Hin- und Hergereise hier, ne? Aber was soll's. Wisst ihr was? Ich schau mal kurz, ob was in Val Royeaux ist. Wenn nicht, schneide ich das komplett raus und wir sehen uns dann gleich in Haven. Falls was ist in Val Royeaux, dann, ne? Reine Rüstungsfolge, ihr wüsstet. Gut. Ja, Freunde, die Händler in Val Royeaux haben keine Ingredienzen. Also von daher müssen wir jetzt mit dem leben, was wir haben. Hi. Richtet den Forscher mal. Rüstung modifizieren. Warum kann ich jetzt nicht zum Beispiel unsere Rüstung modifizieren? Hat die Tatsache keine Rundplätze? Ich habe jetzt darauf nicht geachtet. Warte mal. Hat die sowas nicht? Ausgerüstet? Ach so, weil wir die Rundplätze quasi schon belegt haben. Das ist alles kurios. Ja, okay. Wir haben hier aber sowas wie diesen Powerknopf der Heilung. Den will ich nochmal einsetzen und das andere auch. Und wir müssen die Bianca noch modifizieren. Das müsste ja bei Bogen sein. Kann ich das nicht... Der Elektrostab... können wir den... Achso, da habe ich... Genau, da habe ich den betäubenden, auflösenden Verbesserer drauf gemacht. War das in der Folge? Ja, oder war das ausgehend? Nein, das haben wir vorhin gemacht. Okay, also ihr seht schon, das ist echt kompliziert, ne? Die Waffen von Solas... Ach, Solas hat den... Nee, Quatsch. Das ist unser Stab. Ach ja, Solas, so heißt er jetzt, unser Stab. Dann, wo ist denn mal Varric? Unser lieber Varric. Bianca. Armschutz. Da haben wir jetzt Bianca Bogen 1.
Der geht quasi hoch, der Schaden. Wir haben Angriff mehr und Kritik. Also kritischen Schaden. I like. Änderung bestätigen. Angreiferklinge. Achso, das ist später für Sarah. Und dann der eiserne Bulle. Können wir da auch Sachen rausnehmen? Nein. Leider nicht. Nee, mach mal auf alle Waffen. Shepard Cassandra. Sie hat noch die Klinge des Seltners. Auch nicht so gut. Da müsste man prinzipiell auch irgendwann mal was machen. Vielleicht ist sie dann aber schon Stufe 3 oder sowas. Also die Pläne dann. Sarah, du hattest das... Die ausgerüstet von Sarah, aber dafür haben wir keine Aufwertungen. Und Vivienne, dieser Hüterstab, den brauchst du prinzipiell nicht. Sehr schön. Denn wir basteln jetzt mal dieses komische Bianca-Teil zusammen und Bianca-Bogen 1 verbessert. Genau. Blaues Vitriol. Wurde plus 17 Schaden machen. Hier plus 17. Sommerstein plus 17. Wovon haben wir denn am meisten? Eisen. Na klar, dann nehmen wir eben Eisen. Und jetzt haben wir Drachenjungschuppen geholt. Würde Bluten geben. Flankenangriff. Ist eigentlich sehr gut für Varric, aber ich muss schon darauf achten, dass er 2 Meter Höhe steht, damit er überhaupt Schaden macht. Nee, ihr wisst, was ich meine, ne? 14 Schaden und hier... Ich finde die kritische Trefferchance nicht schlecht. Nehmen wir das Fennekfell-Gegenstand herstellen. Präziser Bogen, Dankeschön. Frostruhen, Rune der Reinigung, haben wir leider keine Ingredienzen. Wir brauchen da irgendwelche leere Runensteine, Frostessenzen, Leichnamherz, haben wir einfach noch nicht. Und dann machen wir... Das Schild der Grauen Wächter ist auch wesentlich besser. Das wäre was für, ne? Ha. Was machen wir jetzt nun damit? Stellen wir das her oder nicht? Na los, komm. Blutstein. Würde 11 Konsti geben. Oh, das ist nicht schlecht. 11 Stärke. Nein, ich habe keinen Paragon-Schimmer. Komm, nimm Blutstein. Ja, du das Schild. Und dann nehmen wir noch... was nehmen wir dann noch? 6 Stärke, 6, 6 und 17. Warte mal. Dann ist doch hier Stärke. Sagen wir hier Eisen und hier, 13, 6 Konsti. Ach, das ist ja doof. Hm, gehen wir voll auf. Warte kurz. 11 Stärke, 11 Konstitution. Wir nehmen das jetzt hier und 6 Stärke. Aber bitte keinen Schlangenstein, das wäre blöd. Ja, Eisen bringt genau dasselbe. Gegenstand herstellen. Okay. Dann zurück. Dann haben wir jetzt richtig, richtig gutes Zeug, auch für den eisernen Bullen. Du hast jetzt, schaut mal an, das ist vom Bereichsschaden, ne? Wir haben gerade so gemeckert, oh, das könnte ein bisschen mehr sein. Dabei ist es schon doppelt so gut jetzt wie seine komische Axt dort und gibt einfach Stärke und Konsti. Das ist genau das, was er braucht. Die Schneide des Bullen, so leid es mir tut, du hast ja auch keine Rune drauf, ne? Nochmal gucken, nein, zu den Werkgegenständen. So machen wir das jetzt immer. Ich mache es jetzt halt einmal in dieser Folge, damit ihr seht, wie das so abläuft. Und dann werde ich das meiste Zeug wahrscheinlich auf Screen machen. Okay, dann haben wir gebastelt. Warte mal, was haben wir denn gerade noch gebastelt? Ach, für Varric, warte mal. Die muss ich noch belegen, ne? Ja, warte mal. Bianca Bogen 1, haben wir jetzt dasselbe gemacht, nur in grün? Ich hoffe nicht. Dürft ihr euch gute Dienste leisten. Jetzt muss ich hier wieder hin. Die Bögen. Ach nein, warte, ich muss... Der Griff. Tatsache, ich habe jetzt quasi denselben Quark nochmal hergestellt.
Ach, ist ja doof. Präziser Bogen macht, ja, ist gleichbleibend und macht aber mehr Crit und ist sowieso prinzipiell besser. Zählverrichtung, Griff oder Rune können wir eben, wie gesagt, nicht machen. Ja, übernehmen. Dann können wir das andere jetzt auch schon wieder verkaufen. Sarah, was habe ich denn jetzt noch gemacht, Mensch? Schön. Das ist nur rumgewurschtel heute im Inventar, ne? Aber wie gesagt, man nur so Folge. Präziser, starker, verbesserter Griff. Das ist doch gleich was für die Klinge von dem eisernen Bullen. Ach ja, und unseren Powerknauf der Heilung können wir auch mal reintun. Gibt sogar Stärke. Ja, ist doch super. Die Schneide des Bullen, das brauchen wir ja nicht, aber kann man auch so nichts machen. Dann Klinge des Sönderlords, das ist ja für Cassandra. Hüterstab, Kältebombe des Todes, da können wir auch nichts machen. Varric, die Bianca und dann haben wir eigentlich alles. Okay. Ein Hin und Her, ne? Ich sag's ja. Jetzt haben wir nur noch Quark. Okay, Leute, dann mache ich hier quasi den Rest noch fertig. Die zwei, drei Gegenstände zu Wertgegenständen machen, verkauft das und dann sind wir hier durch. Wir sind halbwegs neu ausgestattet. Ist halt mal so eine eigenständige Folge hier nur über das Schmieden. Und dann sehen wir uns wirklich in so einer Art, ich sag mal, also in der regulären Folge, dann geht's dann halt weiter. Und heute zwei Folgen. Gut, Dankeschön euch und ich hoffe, es gibt auch ein bisschen Auskunft über diejenigen, die hier spielen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Dragon Age Inquisition wieder. Bis dann und tschüss!